Mit den simplen Worten Goodbye Deutschland und einem Foto, das Erik am Flughafen mit jeder Menge Car-Offern zeigt, kündigte Edith am Montag die Abreise ihrer kleinen Familie an. Einige Stunden zuvor erklärte sie ihren Fans in einem Live-Video auf Instagram, was die Gründe für den plötzlichen Umzug der beiden sind. Wiederholte Bedrohungen, ein Übergriff mehrerer Männer auf das Paar und sein 9-Tage-Wachteam, zuletzt standen Wildfremde sogar vor Ediths und Eriks Tür. Ihre Privatadresse wurde im Internet verbreitet. Um sich und ihren kleinen Sohn Aaron, 3, zu schützen, haben sie nun beschlossen, vorerst ins Ausland zu gehen. Wohin genau, das haben der Schauspieler und die Sängerin nicht verraten. Erik Stehfest verlässt Deutschland, Fans haben Verständnis für die Entscheidung. Die Fans aber verstehen größtenteils die Entscheidung, ihr Stars. Alle guten Wünsche für euch. Und wenn eure Hater glauben, dass sie gewonnen haben, irren sie sich. Ihr habt Menschen zum Nachdenken gebracht und damit gute Gedanken gesät. Vergesst nicht, was passiert ist, aber seht jetzt eure Chancen, schreibt beispielsweise eine Anhängerin der Zeit. Eine andere kommentiert, ich bin geschockt, was euch alles passiert ist. Was ist das bloß für eine Welt? Bleibt stark, ihr habt alles richtig gemacht. Danke, dass ich dich und Erik bei der 1. Lesung in Berlin treffen durfte, ihr seid so tolle Menschen. Ich wünsche euch nur das Beste und hoffe, dass ihr zur Ruhe kommen könnt. Unter dem Posting von Edith sammelten sich jede Menge Kommentare an, unter anderem auch dieser hier, ihr bleibt für mich immer Vorbilder. Ihr habt mich so krass bewegt mit eurer Geschichte. Habe die Tränen in den Augen. Dennoch kann ich es mehr als nachvollziehen. Ist eine gute Entscheidung, erstmal wegzugehen und von dem Ganzen abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Erik und Edith selbst ließen das Posting unkommentiert, reagierten auch nicht auf Fragen der Fans, wohin sie nun gehen. In ihrer Situation wohlverständlich. Ob und wann sie wieder zurück nach Deutschland kommen, ließen die beiden ebenfalls offen.